Herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. Ja, es ist Wochenende, es ist scheiß Wetter und ich bin krank. Was gibt's da Besseres als eine Runde Gothic 3 zu zocken? Nun denn, wir haben in der letzten Folge einen von unseren Kollegen hier umgehauen. Ich glaube, Copper war das, genau. Und mir ist eingefallen, dass es eigentlich völlig schwachsinnig wäre, ihn nicht auszuplündern. Denn im Endeffekt wollen wir uns den Rebellen ja gar nicht anschließen. Das bedeutet, wir können sie ja ruhig ausrauben. Gut, mit dieser neuen Erkenntnis würde ich sagen, hallo. Würdest du mal ein bisschen aufs Maul und so? Würdest du mit mir in der Arena kämpfen? Warum nicht? Training ist immer gut. Na dann, aufs Maul. Kämpfe mit mir in der Arena. In Ordnung, aber vergiss nicht, dass es nur ein Trainingskampf ist. Wir sehen uns in der Arena. Neue Quest, besiege Joey. Jetzt werden wir Leute, sehen, ist da! wer der Stärkere ist. Bleib dran! Mein Gott, drauf. Ist ja gar nicht so schlecht. Die Deckung hoch! Das kann doch nicht wahr sein! Und wir nehmen uns sein Schwert, die rostige Streitaxt und den Stahl und die Dietriche und haben somit auch mal ein bisschen Kohle dazu gemacht. Süffeln mal einen Heiltrank. Das darf man, glaube ich, auch nicht während der Arena kämpfen. Ich glaube, das zählt als Einsatz Immer von auf die Magie. Kleinen. Hallo Joy. Na, was sagst du jetzt? Na, 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 na. Erstmal was futtern. Gut gekämpft, hat mich glatt umgehauen. Hier, nimm diesen Heiltrank, der hilft bei Wunden. Danke. Also wir bekommen dafür, dass wir ihn ausgeplündert haben, sogar noch einen Heiltrank und Erfahrung und ein Level Up. Besser geht's doch gar nicht. Zeig mir deine Ware. Und er handelt sogar noch mit uns. Komischer Typ, aber okay. Ja, wir haben hier die lustigsten und schönsten Waffen. Orkschlechter, das ist ja den wir benutzen. Wir müssten jetzt eigentlich noch einen haben. Oder er wird uns hier nicht angezeigt, weil wir ihn hier angelegt haben. Ah, okay. Ja, er hat einfach mal 19.000 Goldmünzen und Zeug im Wert von locker nochmal so viel. Okay, alleinig die hier sind schon. Aber der Waldläuferbogen wäre schon cool, denn der gibt das Bonustalent Großwildjäger. Das bedeutet, dass man Tieren damit doppelten Schaden zufügt. Okay, wir verkaufen mal ein bisschen was. Hier die Ork-Armbrust, die wir aufgesammelt haben, brauchen wir gerade nicht. Die ist zudem noch abgenutzt, das heißt, die brauchen wir gleich mal gar nicht. Krusch-Pach, eine Ork-Axt, braucht eben mal 300 Stärke und große Waffen 3 und macht nur 75 Schaden. Also unser momentanes Schwert macht schon 50. Das heißt, da kann man noch durchaus ein bisschen was verkaufen. Eine Hellebarde, Krusch-Warrock, das ist ein Ork-Schwert. Also die Orkwaffen sind ja jetzt nicht unbedingt die besten. Hier ist auch abgenutzt, eine rostige Streitaxt. Und ich würde mal sagen, du gibst mir einfach ein bisschen Kohle dafür und dann kannst du dich wieder verziehen. Danke. Gut, einmal schnell gespeichert. Dann würde ich mal sagen, wen könnten wir denn noch auf die Schnauze hauen? Joi, Rebell. Javier, hast du irgendwas noch zu sagen? Ne, mit dir kann ich mich nicht prügeln. Hier die Schmiede. Ich geh mal kurz an den Amboss. Wir brauchen immer noch ein Wolfsfell. Ich möchte mir nämlich gerne 120 Stärke zulegen und dann ein Breitschwert herstellen. Oh, was ist denn hier? Oh, die Waffenkammer. Nett. Jungs, ich meine, ist euch das egal? Also, ich meine, sie dürften mich nicht sehen. Nee, tun sie auch nicht. Im Prinzip ist es aber auch nicht unbedingt so schlau, dass wir jetzt das Zeug gestohlen haben, denn wenn ich mich richtig erinnere. Nee. Interessant. Ich hatte jetzt irgendwie im Kopf, dass einen, wenn man zu viel Zeug mitgehen lässt, dass man dann irgendwann darauf angesprochen wird.
Naja, anscheinend nicht. So, wen haben wir denn hier? Was willst du? Chuck Norris. Was ist denn? Zeig mir, wie man kämpft. In Ordnung. Ich zeige dir, wie man mit der Waffe umgeht. Und du machst dich nützlich für unser Lager. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ah, er tut es sogar schon. Nett. Ja, bei ihm könnten wir jetzt... Man sieht es, man wird von den Talenten förmlich erschlagen. Schwere Armbrust, starke Kämpfe mit großen Waffen, allgemein große Waffen, Schwertkämpfer, Schwertmeister, Schildparade, dann mit einem Schild parieren, was ziemlich nice wäre, nebenbei gesagt. Und das kostet aber erstens Lernpunkte und zweitens Kohle. Ich frage noch mal kurz, ob ihr irgendwas braucht. Was soll ich für euch machen? Unsere Schmiede stand tagelang still. Trotzdem haben die Kämpfe mit den Orks nicht abgenommen. Wenn du uns 5 Waffenbündel bringst, kämen wir schon ein ganzes Stück weiter. Ja, die Waffenbündel, die verfolgen uns das ganze Spiel über, das kann ich euch sagen. So, Lernpunkte haben wir 40, Kohle haben wir 3800, das heißt, wir Würdest du mich im Kampf können die lernen, wie man mit einem Schild pariert. Das wird uns gerade in den Arena-Kämpfen noch ziemlich, ziemlich nützlich sein. Dazu bist du noch nicht bereit. Oh, 23 Stärkepunkte. Naja gut, das passt eigentlich. Denn 120 Stärke will ich ja eh haben. Also gib mir erstmal Stärke. Aha. Gib mir Stärke. Weiter so. Gib mir Stärke. Gut so. Gib mir Stärke. Gut so. So, jetzt fehlen noch, glaube ich, 3 Punkte. Hm? Dazu bist du noch nicht bereit. Na gut, dann gib mir eben nochmal 5 Punkte. Gut. Und jetzt gib mir die Schildparade. Bring mir bei, wie ich mit einem Schild pariere. Der Weg des Schildes ist der Weg des Soldaten. Dann pass auf. Dein Schild ist dein bester Freund. Also trage ihn immer bei dir. Er schützt dich gegen die meisten Attacken. Auch gegen Pfeile. Ach ja, noch eins. Der Schild gehört nicht an deinen Waffenarm. Und wir haben die Schildparade gelernt. Wir haben jetzt zwar nicht mehr viele Lernpunkte, aber wir sollten schon noch ein paar Level aufsteigen. Du bist nur ein Rebell, du hast nichts zu sagen. Sehr schön. Das bedeutet, was bedeutet das? Wir können jetzt ein Schild anlegen. Und zwar den hier. Voraussetzung: Schildparade, Schutz vor Geschossen, Zerschmettern, Klingen. Das ist doch nett. Ich glaube, ein Schild macht... Ich weiß gar nicht, wie viel der jetzt genau blockt und wie viel genau die Werte jetzt ausmachen. Ich kenne mich nicht aus. Aber ich weiß, dass ich ein Wolfsfell brauche, damit ich mir dann meine bessere Waffe machen kann. Und deswegen gehe ich mal wieder, ne? Wir können noch hier in den hinteren Teil der Höhlen reinschauen, aber ich speichere mal. Hat nichts zu bedeuten, dass... Aber hier finden wir Zauberwurzeln, mit denen könnten wir später Mana-Tränke machen. Übrigens ist der Plan immer noch, dass wir uns einen Kampfmagier machen. Das bedeutet, ihr braucht euch jetzt nicht wundern, warum ich mir die Schildparade beibringe. Aber es ist nun mal so, Magie kostet ziemlich oft... Goblin, ist ja süß. Oh, ein Höhlengoblin. Jungs, ich gehe da mal, ne? Tschüssi. Du bist lästig. Ja, das Deckungssystem in Gothic ist immer noch so speziell. Man muss halt die Taste, die für die leichten Angriffe gedacht ist, gedrückt halten. Und wenn man nur einen kurzen Angriff machen will, dann muss man eben kurz drücken und dann so, und es ist irgendwie, ich mag das Kampfsystem irgendwie. Schnapsbeere. Ich mag das Kampfsystem von Gothic 3, versteht mich nicht falsch, aber es ist halt einfach, naja, es ist schlecht. Ich kann es nicht anders sagen. Säulengoblins, man sieht auch immer an den Farben der Gegner, wie die auf uns zu sprechen sind. Also dieses Orange bedeutet so viel wie, die greifen uns an, sobald wir ihnen zu nahe kommen. Und eine andere... Was bist du? Danke. So, kommen jetzt beide oder kommen jetzt nur ein? Okay, jetzt kommen beide.
ist nicht gut. Wie lange wollt ihr mich Okay, ich meine, gegen ein bisschen Hilfe habe ich nichts, aber... So, jetzt benutzen... Hier muss irgendwo ein Nest sein. Überall diese Mist. Gut gemacht! Oh. Besser du als ich! Arschloch. Sorry. Er hat mir jetzt meinen Kill gestohlen. Ja, das war aber schon immer so in Gothic, dass die NPCs einem die Erfahrung stehlen. Aber naja, dafür habe ich nicht so stark aufs Maul bekommen. Also wie gesagt, das Kampfsystem nicht unbedingt das Beste. Davon abgesehen, dass es früher völlig overpowered war und es sich offenbar, seit ich es das letzte Mal gespielt habe, nochmal geändert wurde. Das macht die Sache für mich nicht unbedingt leichter. Ja, da hinten lauert was. Ein Varan. Ich weiß nicht, ob wir uns schon mit einem Varan anlegen wollen. Gehen mal ein paar Schritte zurück und speichern mal kurz. Aber das ist nun mal Gothic. Ja, also das hier ist so eines der kompletten Anfangsgebiete und der Varan könnte schon so stark sein, dass er uns mit einem Schlag tötet. So, komm mal her. Autsch. Da habt ihr auch gerade die alternative Gegner-KI gesehen. Ich schluck mal kurz was. Er hat mich jetzt angegriffen und diesen Angriff, da konnte ich nichts mehr machen, weil er eben so schnell geführt wurde. Das ist das Problem. Ich meine, ich finde es gut, dass die Kämpfe wenigstens ein bisschen anspruchsvoller sind jetzt, denn früher, man konnte einfach hingehen, man hat einfach immer den hier gemacht und konnte damit jeden noch so mächtigen Gegner einfach niederzergen. Der hatte gar keine Chance, sich zu wehren. Gut, hier sind zwei verschlossene Truhen, da speichere ich nochmal, denn ja, da es hier kein Geschicklichkeitsspiel ist, sondern reines Glück, was ob der Truhenknackversuch funktioniert. Abgebrochen. Genau. Kann es einfach mal sein, dass man... Kann es einfach mal sein, dass man an einer leichten Truhe alle seine Dietriche verbraucht. Sehr schön, Schriftrollen, Vergiftung heilen, Schrecken und Nebel. Nett. Spruchrollen sind quasi sowas wie Einmalzauber für Nicht-Magier. Also die verwendet man einmal und dann war's das. Oh, diesmal haben wir sogar Glück. Was haben wir denn hier? Eine Holzfäller-Axt, nochmal Nebel, nochmal Krankheit heilen, der Teleportstein nach Redok und ein, leider nur ein Bisonfell. Da brate ich mir doch mal einen Storch. Oder Fleisch, das geht auch. Kennt man auch aus Gothic, nur jetzt geht es Gott sei Dank endlich in Stapeln. Also man kann ja Fleisch von den erlegten Gegnern erbeuten und man kann dieses Fleisch braten, dann heilt es doppelt so viele Lebenspunkte. Und wir müssten nicht immer unsere Heiltränke verbrauchen. Das bedeutet, wir ziehen uns das gebratene Fleisch mal da rein. Man sieht immer, das ist auch neu im neuesten Gothic, ja, ist nicht das neueste Gothic. In Gothic 3, dass die... Wo ist mein gebratenes Fleisch? Bin ich blind? Ah, hier. Dass die Gegenstände prozentual Leben heilen und nicht mehr einfach einen fixen Wert, was völlig Sinn macht, denn ansonsten ist sowas wie gebratenes Fleisch nach, ja, ich würde es mal sagen, so ab Level 30, 40 nur mehr bedingt effektiv. So, wir schauen hier mal noch weiter. Ich vermute mal, da sind noch weitere Viecher. Und ich habe richtig vermutet. Mal schauen, ob wir den Varan jetzt nochmal aufs Maul geben können. Also, wenn es auch möglich ist, einfach Fersengeld geben. Und na gut, treffen sollte man vielleicht schon. So, greifen wir kurz an. Ja. Das ist eben dieser Angriff. Er zuckt zurück und greift uns dann auf einmal an. Oder vielleicht war das auch der Rahmenangriff. Wie gesagt, es ist fast 4 Jahre her, seit ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Man möge mir verzeihen, wenn ich nicht mehr drin bin. Und in Gothic 3 nicht mehr richtig drinnen sein, das
geht ganz schön schief. Schnauze Timer, ich will nur mal kurz schauen. Morgentau, Zauberwurzel, Dämonenpilz, auch schön. Ich will nur mal kurz schauen, warum hier die Frames einbrechen. Nee. Was hier noch alles lauert. Oh, drei Varane. Eieieiei, da haben wir nächste Folge ja ganz schön was vor uns. Ich würde sagen, dämonisch. Na gut. Das ist, wenigstens wird es uns nicht langweilig, aber das ist in Gothic 3 eher selten das Problem. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss, arrivederci und goodbye.